Welcome to the show, liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Friends, liebe Fs. Herzlich willkommen zur neuesten Episode der Schrecker TV, live vom Küchentisch. Unermüdlich, unerschöpflich sind die Informationen, die uns niederprasseln. Und unentbehrlich ist darum Schrecker TV, wo euch der ganze Mist, wo jeden Tag ins Hirn abgeladen wird, tut, sag ich mal, sezieren. Oder ich bin der Pitbull gegen Bullshit. Von Anfang an mich so genannt. Es ist nie wichtiger gewesen als jetzt. Gleich wichtig war es während Corona, wo wir die ganze Lüge aufgedeckt haben. Und dann habe ich für euch gerade noch etwas Schönes, zum in der Vergangenheit schwelgen. Schaut mal das hier an. Das ist vom irgendwie Sommer 2020. Volle Bäder, volle Bars. Ich vermisse die strengen Regeln des Lockdowns. Im April hat LVZ-Reporterin Katharina Stork sich nach Normalität gesehnt. Jetzt stören sie all die Menschen, die ihre Masken nicht tragen und den Mindestabstand nicht einhalten. Und so unangenehm es ihr auch ist, stellt sie fest, vielleicht wäre ein bisschen mehr strengere Regulierung nicht schlecht. Und dann, wortwörtlich, immerhin müsste man dann vieles nicht mehr selbst entscheiden. Das ist eine Sendung, wie gesagt, von längerer Zeit. Können wir schon reinlassen. Regulierung nicht schlecht. Immerhin müsste man dann vieles nicht mehr selbst entscheiden. Gibt es ein linkeres Statement als das? Entschuldigung, ein dümmeres Statement als das da. Da sehnen sich also Leute an, nicht mehr selber müssen entscheiden. Der Originalartikel von der Leipziger Volkszeitung ist, zum Glück hat es da wieder ein Ding, hat einen Spamfilter. Ich sage dem den Bullshit-Filter, andere sagen den Paywall. Genau. Kein Paywall, die Sendung da. Alles ungeschminkt. Wenn ihr wollt, wieder mal so richtig in der Vergangenheit wühlen, schaut einfach eine alte Sendung von mir, damit ihr seht, wie unsere Seite einfach immer recht hat. Ja, das ist leider Corona schon der Anfang gewesen, es geht jetzt immer weiter. Wir sind jetzt in den Gaga-Wahlen vom Jahr 2023 und wir wissen, Corona spielt keine Rolle mehr. Corona hat nie eine Rolle gespielt, aber der Corona-Faschismus, der hat eine Rolle gespielt. Über 2 Jahre lang ist die Schweiz unter dem Corona-Faschismus, oder etwa 2 Jahre lang ist die Schweiz unter dem Corona-Faschismus begraben gewesen. Und jetzt tun alle so, als spielt es keine Rolle mehr. Und tatsächlich, die Hochrechnungen zeigen, es wird sich in der Schweizer Politlandschaft wahrscheinlich nicht viel bewegen. Oder? Wird einfach ein bisschen weitergehen, die SVP wird ein gewinnen, die Grünen wird etwas verlieren. Aber im Großen und Ganzen geht es einfach weiter, wie immer. Weil man ja zwar 2 Jahre Hygienefaschismus kennt, wo man die Verfassung ausgesetzt hat und einen Pandemievertrag vor der Verabschiedung hat, wo dann die noch viel radikalere Massnahmen zulässt, wo dann nicht nur das Parlament in Ausstand tretet, sondern auch der Schweizer Bundesrat. Weil nachher nur noch die ungewählten, unbekannten Grinde, die unter anderem von Bill Gates installiert werden, nämlich die Chefe, der Chef von der WHO, kann entscheiden, ob wir in der Schweiz einen Zombie-Pfnüssel haben oder nicht. Und auch das wird von den Massenmedien totgeschwiegen. Und die Leute interessiert es nicht, die Leute informieren sich nicht. Die Leute sind einfach, wie soll man das sagen, unterinformiert. Und dazu habe ich einen Tweet abgesetzt. Oder? Hassrede ist all das, was der Mainstream hasst. Und Fehlinformationen sind Informationen, die den Massenmedien fehlen. Wo in den Massenmedien fehlen. Safe Space ist ein anderes Wort für Bubble oder Echokammer, könnte man auch noch sagen. Und die Massenmedien, das ist die wichtigste Botschaft auf Schrecker TV, sind nicht dazu da, um uns zu informieren, sondern um uns zu kontrollieren. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Die Sportresultate stimmen, der Wetterbericht ist so 50-50. Aber wenn es um Politik geht, wenn es um Macht und viel Geld geht, dann sind die Medien dazu da, um für die Elite den Weg ebnen, zum Enteignungen vom Mittelstand nach oben und von den Ärmsten nach oben können zu organisieren, indem wir uns einreden, dass wir uns vor einer Klimaschmelze befinden und so Billionen
von nach Haufen verschieben oder zig Billionen weltweit von nach Haufen verschieben. Das gleiche hat man mit dem Fnüssel gemacht. Jetzt versucht man es in der Ukraine, solange wie es nur irgendwie geht. Und darum eben, das ist ganz wichtig, wenn man sich jetzt also über Zensurgesetz dort freuen oder über Cancel Culture dort freuen, dann muss man einfach wissen, dass die Zeit wird kommen, dass es eine neue Regierung wird geben, die dir nicht gefällt. Irgendwann kommt das. Vielleicht gerade die jetzige Regierung wird dir in ein paar Jahren nicht mehr gefallen. Und dann wird die Regierung da sein und die Gesetze auch gegen dich verwenden, für sich selber. Und das ist für die bitterste Erkenntnis von den letzten 3 Jahren. Gleichheit ist eine Illusion. Oder? Obwohl die Linke immer redet von Equality und Gleichheit, Diversität und Inklusion. Die tun es, als ob sie es fördert oder fordert. Aber in Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Die Politik, die uns von diesen Vogue-Psychopathen aufgedruckt wird, die will nichts anderes als dafür sorgen, dass die Ungleichheit immer grösser wird. Und das kann man auch beobachten. Das ist nicht eine Verschwörungstheorie, sondern man kann einfach schauen, wie sieht die Schweiz und Europa und die westliche Welt aus, heute im Vergleich zu 2018. Würde er sagen, dass der Reichtum fairer verteilt ist? Würde er sagen, dass heute den Armen besser geht und der Reich ein bisschen weniger gut? Nein, das ist nicht so. Die Reichen sind reicher geworden, haben sich bereichert. Und darum eine ganz brutale Aussage. Es gibt da auf Griechisch und auf Spanisch und Portugiesisch und Tschechisch und so gibt es immer gleiche Spruch. Und der heisst Freiheit oder Tod. Und wir müssen einfach feststellen, dass es genau das ist, was alle paar Generationen auf die Menschheit zukommt. Wir müssen anerkennen, dass es ein Krieg ist von oben gegen unten und ein Verteidigungskrieg ist von unten gegen oben. Wir müssen unsere Interessen wahrnehmen. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Menschen selber können entscheiden können, wenn es darum geht, über ihre Gesundheit und auch zu einem Grossteil über ihre Finanzen können, zu entscheiden, was sie mit dem Geld machen wollen, was sie mit ihrer Freiheit machen wollen, solange sie eben nicht andere Leute mit ihrer Freiheit oder ihrer Macht kaputt machen. Und genau das ist es, was sich die Mächtigen ausnehmen. Sie nehmen sich die Freiheit raus, uns zu unterdrücken. Und da gibt es eigentlich fast kein Gegengift, außer die Revolution. Es gibt noch Zwischenstufen. Das wäre, wenn man eine Partei hätte, wo sich kompromisslos für die Freiheit einsetzen würde. Und in diesem Zusammenhang würde ich nochmal trommeln für die Freiheitspartei. Wir sind da im Hintergrund am Arbeiten, was einfach ist, wir brauchen Unterstützung. Und zwar brauchen wir Unterstützung von Leuten, die politisch aktiv werden wollen. Und zwar haben wir ein ganz einfaches Konzept. Unser Konzept ist, dass wir gegen alle neuen Gesetze sind. Oder ihr möchtet euch erinnern, was für ein Gesetz fehlt? Was fehlt uns heute für ein Gesetz? Sag mal ein Gesetz. Es geht nicht darum, dass das bestehende Gesetz nicht durchgeführt wird, sondern welches Gesetz brauchen wir wirklich zusätzlich? Und das Lustige ist, wenn man das fragt, dann kommt kaum jemandem etwas in den Sinn. Aber dann kommen alle paar Wochen, kommt neuer Bullshit über die Massenmedien zu uns runter und dann tönt es immer wahnsinnig sinnvoll. Ein Klimarappen, Anti-Terror-Gesetz verschärfen und so weiter. Immer neue Mist wird uns präsentiert, wo die Menschen entrechtet und plündert. Ja, und da brauchen wir eine Partei, die kompromisslos für ein Moratorium, für ein 10-Jahres-Moratorium einsteht, dass man einfach kein neues Gesetz verabschiedet. Jetzt kann man sagen, das ein oder andere Gesetz in Form von Verbot oder in Form von Plünderung der Bürger, so muss man es noch präzisieren. Weil ich kann euch sagen, der Nutzen, wenn man einfach aufhören würde mit neuen Gesetzen, mit neuen Verschärfungen, mit neuen Plünderungen, dann das wäre wesentlich besser als unter Umständen eine Handvoll Gesetze, wo wir verpassen zu installieren. Und wir brauchen darum eine konsequente, in dem Sinne radikale Variante, damit es eben nicht Ermessensspielraum ist vom einzelnen Politiker, sondern dass wir einfach eine politische Partei haben, die gegen die Unterdrückung und gegen die Plünderung vorgeht. Auch wenn es ein oder andere könnte Sinn machen. Oder zum Beispiel Subventionen oder für das Stipendien, die könnten in gewissen Fällen Sinn machen. Und
Trotzdem muss man sagen, wenn man die Subventionen und Stipendien nicht hätte und das Geld einfach bei den Leuten verlassen, dann würden wahrscheinlich am Schluss sehr viele Leute mehr profitieren und zwar auch arme Leute mehr profitieren, als sie jetzt im Moment tun, wenn sie immer auf jedem verdienten Franken noch 30-50% auf Bern abliefern müssen. Ja, aber das ist nur ein kleiner Schweifer gewesen. Wir gehen jetzt wieder zurück zu den eigentlichen Themen. Heute würde ich euch etwas erzählen, und zwar Maria Wegelin ist zurückgetreten als Winterthurer SVP-Präsidentin. Ich muss sagen, ich schätze sie sehr. Maria Wegelin schätze ich sehr. Sie ist 2 oder 3 Mal bei mir im Interview gewesen, und das ist einfach eine rationale, gescheite, warmherzige Tierärztin, die das Gute für Mensch und Tier will. Einfach nur vernünftige Politik. Und jetzt ist es so, dass da eine Kampagne gestartet worden ist. In dem Fall ist es vom Sonntagsblick ausgegangen, genauer würde ich sagen von Fabian Eberhardt, wo er bekannt ist, dass er überall Nazis wittert. Und er hat aus irgendeinem Grund irgendwie, das ist eine Recherche oder eine Zusteckleistung gewesen, erfahren, dass bei der Frau Wegelin, bei der Maria Wegelin, 2 Leute von der Jungen Tat gearbeitet haben. Es wird da bezeichnet als Tobias L. und Manuel C. Und ihr könnt mal ein bisschen meine Interviews anschauen. Lustigerweise tue ich ja die 2 bekanntesten Gesichter von der Jungen Tat, eine Gruppierung mit wahrscheinlich ein paar Dutzend Mitgliedern, muss man auch noch sagen, habe ich ja ausführlich interviewt, und ich könnte auch selber eine Meinung bilden, ob das wirklich Rechtsradikale sind oder nicht. Was aber viel entscheidender ist, ist das, soll man Leute mit einer extremen Gesinnung zu verbieten, Geld zu verdienen? Soll man alle Menschen canceln, die mit diesen Leuten irgendwie zu tun haben, die irgendwie eben sie beauftragen, irgendein Video zu schneiden oder zu produzieren? Weil das Interessante ist ja, dass im Fall von der Maria Wegelin nichts kritisiert wird von dem, was sie selber sagt. Oder? Es ist also einzig und allein Kontaktschuld, weil sie 2 Leute kennt, die angeblich oder tatsächlich rechtsradikal sind. Mein Verdacht ist auch, sie sind rechtsradikal. Mein Verdacht ist nicht, dass sie Nazis sind, obwohl der Verdacht naheliegen würde, weil anscheinend einer von den beiden gemäß Fabian Eberhardt an der Kunsthochschule Heil Hitler gerufen hätte. Wobei ich muss sagen, ja, wie gefährlich ist das, wenn an einer definitiv links prägten Hochschule über Heil Hitler ruft? Das ist für mich einfach eine pubertäre Provokation, wegen dem, wo weder die Schweiz noch Deutschland erwarten, dass jetzt da ein Putsch gibt und ein neuer Dölf an die Macht kommt. Das ist ja einfach wirklich aufgejasset, oder? Nicht, dass ich das unterstütze. Ich bin, wie ihr wisst, nicht gegen jede Form von Identitätspolitik, egal ob von links oder von rechts. Ich bin für die Freiheit des einzelnen Menschen, über die Selbstbestimmung. Das ist das Unfaschistischste, was es überhaupt gibt, das Unradikalste, was es überhaupt gibt, dass man für Freiheit und Liebe einsteht. Weil die beiden Sachen lassen sich eben nicht oder schlecht instrumentalisieren. So, und jetzt also, schaut hier den Triumph. Das ist Maria Wegelin, und der Blick schreibt da: Die Recherche des Sonntagsblick hat also doch Konsequenzen. Jetzt tut also ihr Mandat ruhen, und dann will man an einer außerordentlichen Generalversammlung das Gneuer anschauen, nach der Wahl am 31. Oktober. Da kann man jetzt ein schlau bezeichnen, wie es nach der Wahl ist. Weil der Hauseigentümerverband dann schon verlangt von der Maria Wegelin, dass sich distanziert. Und ich kann dazu nur sagen, der grösste Fehler, den man jemals machen kann, ist, dass man sich bei Leuten entschuldigt, die sich stellvertretend empören. Oder? Also wenn jetzt sie hat das nicht gemacht, aber wenn jetzt ein Mensch etwas, sag mal, sagt, wo von der schwarzen Bevölkerung könnte als beleidigend empfunden werden, dann tun sich oft die weiße alte Männer oder weiße junge Männer für das, oder weiße junge Frauen ganz laut empören darüber. Und was man dann machen muss, ist einfach zu sagen,
Ich tue mich gern bei jedem schwarzen Menschen entschuldigen, der sich für das beleidigt fühlt. Ich sitze mit ihm zusammen, ich tue das ausdiskutieren. Aber was ich sicher nicht mache, ist mich bei Leuten entschuldigen, die sich stellvertretend empören. Weil der Woke-Mob, die Cancel-Kultur-Leute, die werden sich nie zufrieden geben. Du kannst auf dem Zahnfleisch ankochen kommen und auch 5 Jahre später wird es dann heissen, dass du an einer Kunsthochschule etwas Dummes reingebaggert hast. Sie werden das nie verzeihen, sie sind nie zufrieden. Der Woke-Mob will dich kaputt machen. Und der beste Widerstand gegen das Kaputtmachen ist, sich nie entschuldigen. Ausser man hat wirklich etwas gemacht, wo eine gewisse Menschengruppe oder Menschen dort beleidigen und dann muss man sich bei denen entschuldigen und sonst bei niemandem. Weil das ist eine Waffe. Und die Waffe hat jetzt zugeschlagen. Jetzt gibt es eine außerordentliche Generalversammlung von der SVP. Für mich darum, ich kann nicht genau beurteilen, ob wem seine Idee das war, was dahinter steckt. Für mich zeigt das, die SVP bückt sich auch vor dem Woke-Mob. Und zum Woke-Mob zählt in dem Fall eben auch der Hauseigentümerverband. Und das ist traurig und niederschmetternd. Und für mich ein Grund mehr, nicht SVP zu wählen, sondern eben jemanden zu wählen aus dem Widerstand. Also ein Kandidat von Aufrecht oder ein Kandidat von Massvoll. Oder eben der Freiheitspartei beizutreten. Maria Wegelin wäre hoch willkommen. Sie weiss, wie man Politik macht. Und dann einfach dort wirklich für das ist da, was wirklich zählt, für eine freiere Schweiz. Ja, so einfach ist es. Aber man muss eigentlich am Fabian Eberhard ein Stück weit gratulieren. Ich finde es sehr grusig, was er macht. Aber aus seiner Sicht natürlich ist er ein Vorkämpfer von der... Ich muss jetzt zeigen, sogar noch das Bild. Aber nehmen Sie nicht aussprechen, das ist ja schon lustig. Nachnehmen, sagen Sie nicht. Das sind die zwei lustigen, mit einer lustigen Frisur. Ja, wo ich auch... also nicht unverdächtig einstufe, auch wenn sie das sagen, das haben sie von den Wiener Sängerknaben, oder wie heissen die? Übernommen. Es kommt einem schon... Es gibt da schon gewisse Assoziationen in den 30er Jahren. Und das ist natürlich auch eine bewusste Provokation. Das muss man so einfach unterstellen. Weil es kann niemand sagen, dass die Frisur die beiden Bübel da hübscher macht, oder? Aber ich kenne sie, ob sie persönlich sind. Sehr charmant und einfach politisch. Schiesst sich über das Ziel aus, wie ich finde. Aber das ist kein Grund, um sie zu canceln. Vor allem nicht. Man kann ja sie canceln, wenn man das will. Aber vor allem nicht die sehr sympathische Maria Wegelin. Und ich hoffe, dass sie Drang findet und dass die außerordentliche Versammlung bei der SVP wird. Sie hat ja noch gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube jetzt ihr einfach mal, dass sie nicht mal gewusst hat, was die junge Tat ist. Und die beiden Leute, die für sie geschafft haben, die haben ja nicht im Namen der jungen Tat für sie geschafft, sondern eben als private Personen, weil die einfach auch ihr Geld verdienen. Und wenn sie nicht mal gewusst hat, wer die sind, wie kann man denn so jemanden wollen canceln? Ja. Da muss man wirklich ideologisch verbrämt sein, um so etwas zu machen. Das ist dann einfach Politaktivismus durch den Mainstream natürlich sehr effektiv, weil immer noch gewisse Leute meinen, dass der Blick etwas mit Fakten zu tun hat und mit dem Erzählen, was auf der Welt wirklich passiert. Und darum haben sie halt wie die Tagesschau oder so, wenn die perfekten Schwiegersöhne und Schwiegertöchter da die Lügen ablesen und die Verzerrungen darstellen, haben sie das Gefühl, dass sie jetzt das, was in der Welt wirklich draussen passiert, obwohl sich das null deckt mit der Lebenswirklichkeit, wenn sie selber auf die Straße gehen. So, und jetzt noch eine letzte Bezugnahme zum Ukraine-Krieg. Ich würde mal etwas ganz grundsätzlich sagen. Der Ukraine-Krieg ist entschieden. Oder? Und auch wenn wir zum Beispiel, ich möchte erinnern, es ist eigentlich ein Afghanistan 2.0, oder? Viele Leute glauben ja nicht, dass sie vom Mainstream angelogen werden, aber während etwa 20 Jahre lang hat man die amerikanische und auch unsere Öffentlichkeit Glauben gemacht, dass der Krieg zu gewinnen wäre. Und diese Behauptung hat sie nach 20 Jahren, nach dem peinlichen Rückzug,
ja wirklich einfach als eine Lüge entpuppt, wo ich, das ist innerhalb von, ja, von kürzer Zeit ist die Lüge dann zusammengebrochen. Und dann haben genau zu dem Zeitpunkt haben die Medien einfach aufgehört, über Afghanistan zu berichten. Sie wissen, nach dem Irakkrieg aufgehört haben, über den Irak zu berichten, nach dem Libyenkrieg über Libyen zu berichten, obwohl dort jetzt Anarchie herrscht. Oder irgendwelche, ja, also viel schlimmere Zustände sind um Gaddafi. Und auch nach Corona aufgehört haben, über Corona zu berichten. Oder? Man hat Corona etwas verwendet erklärt und hat nachher praktisch nichts mehr darüber geschrieben, außer ihn wieder mal noch in Panik schüren, für das einfach nur zum Versuchsballon starten, wie auch immer. Und in der Ukraine sieht es glaube ich, genau gleich aus. Es ist nur die Frage, wie lange das den beiden noch wird in der Lage sein, den NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland können aufrechtzuerhalten, weil der hätte ganz leicht können vermieden werden. Und da würde ich jetzt mal Sachen erzählen, alles auf Basis vom Mainstream. Es ist überhaupt nicht so, dass das irgendwie bestritten wird. Also wir zusammenfassen, 2014 hat es einen illegalen Putsch gegeben von der, sage ich mal, russlandfreundlichen Regierung. Und nachher hat es Wahlkämpfe gegeben und hat 8 Jahre lang Krieg gegeben, weil man hat dann angefangen, den Donbass zu bombardieren. Also die Ukrainer haben ihre eigene Bevölkerung bombardiert, weil sie wollen, dass die russisch zugewandten Ukrainer müssen im Keller leben. Da gibt es ein berühmtes Video von dem Präsidenten der Ukraine, der das zum offiziellen Ziel erklärt hat. Dann hat es über 10'000 Tote gegeben, 12'000, 13'000, 14'000 Tote gegeben. Und dann hat es verschiedene Versuche gegeben. Während 8 Jahren hat es so ausgesehen, als ob Russland mit dem Westen will, da eine Lösung finden, dass die Ukraine neutral bleibt, dass nicht der NATO beitreten, dass entnazifiziert werden und so weiter. Und dann hat man aber dann herausgefunden, erst nachher, wo der Krieg ausgebrochen ist, als eskaliert ist. 2022, ausgebrochen ist am 14. Dort hat Angela Merkel nachher, nachdem sie das Amt schon aufgehört, gesagt, es sei nur darum gegangen, Zeit zu gewinnen, damit man die Ukraine aufrüsten kann. Ein Friedensvertrag war nie das Ziel gewesen. Das heisst also, ein grober Verstoß von Treu und Glauben, der da passiert ist. Und jetzt also ist es so, dass in der Massenmedien so tun wird, als ob es doch ein bisschen eng ist, dass jetzt so irgendwelche Ukrainer jetzt hängen, die Verteidigungslinie von Russland wieder durchbrechen. Aber Fakt ist, seit der Rückeroberung, seit der Ankündigung auf der Rückeroberung Anfang Jahr ist überhaupt nichts passiert. Die Frühlingsoffensive hat Mitte Juni gestartet, geht jetzt also Juli, August, September, seit 3,5 Monaten. Und sie haben mehr Territorien verloren, als sie gewonnen haben. Ich glaube, sie haben etwa 50 Quadratkilometer dazu gewonnen und ein Vielfaches davon an die Russen verloren. Das heisst also, die Gegenoffensive ist krepiert und auch Tausende, Zehntausende, vielleicht sogar noch mehr ukrainische Soldaten. So genau wissen wir es nicht. Also absoluter Stillstand. Russland hat die 1000 Kilometer lange Grenze extrem effizient gesichert. Und das ist einfach ein Fakt. Aber die Biden-Administration hat ja gesagt, dass man das wird jetzt die territorialen Verluste können zurückerobern, dass man eine Brücke, also das Land abtrennen zu der Krim und Russland an Verhandlungstisch kann zwingen. All das ist nicht passiert und es wird auch nicht passieren. Wieso soll der Putin mit dem Westen überhaupt noch etwas, also verhandeln vielleicht schon, aber wird das nicht machen, wird einen Waffenstillstand, den Fehler macht er nicht mehr. Er wird jetzt einfach auf dem Feld Fakten schaffen und das kostet Russland natürlich auch zig Milliarden, aber der Westen kostet es hunderte Milliarden, weil es natürlich viel teurer ist, ein Krieg, der 1000 Kilometer von einem entfernt ist, stattfindet, wo man das Kriegsgerät muss hinbringen, als wenn man einfach die eigenen Landesgrenzen muss verteidigen. Was ja de facto jetzt so ist, weil Russland jetzt eigentlich den Donbass erobert hat, es scheint dann nicht so zu sein, dass sie noch besonders hungrig sind, weitere Territorien zu erobern. Ich glaube nicht aus Putin-Perspektive, aus russischer Perspektive, würde es höchstens noch Sinn machen, Odessa zu erobern, damit der Ukraine endgültig den Zugang zum Meer, sage ich mal, verunmöglicht wird. Erstens mal, damit es keine weiteren Attacken geben kann auf Brugg und auch auf die Schwarzmeerflotte der Russen und zweitens eben auch einfach, um die Ukraine unter dem
Diktator Zelensky wieder zu schwächen. Jawohl, er ist ein Diktator. Er hat alle Oppositionsparteien verboten. Er hat alle kritischen Medien verboten. Er hat den Männern das Ausreisen verboten. Er hat jetzt auch gewissen Frauen, also weiblichen Zielgruppen, mit gewissen Berufen ein Ausreisen verboten. Es ist alles, er macht all das, was man in der DDR gemacht hat oder unter schlimmeren Regime. Das macht er jetzt also auch. Aber er gilt bei uns als ein Held der Freiheit, weil es einfach verlogen ist. Und ja, wahrscheinlicher ist jetzt einfach, dass es nicht mehr viel mehr wird geben. Ich glaube, Russland kann auf Zeit spielen. Das ist mein Eindruck. Jetzt muss ich nicht anfangen, die ganze Ukraine zu erobern. Sie besitzen dort schon, glaube ich, 80% oder 85% vom Land, wenn es ums Bruttoinlandprodukt geht. Also die wirtschaftlich interessanten Zonen, mit Ausnahme von der Hauptstadt Kiew, die sind bereits unter russischer Kontrolle. Und darum, ja, muss gar nicht mehr. Kann jetzt das Schachmatt oder Stillstand kann er lange andauern. Und was hat jetzt der Biden für Möglichkeiten? Er kann das Ganze wieder bei eskalieren zu lassen oder Niederlage zuzugeben. Niederlage zugeben wäre natürlich das Einfachste, es gibt am wenigsten Tote. Aber es wäre dann die ukrainische Geldwäschmaschine, Geldwaschmasch-Ukraine, die würde dann halt dann versiegen. Und da kann nicht im Interesse sein von Biden, wo der Junior von der Burisma noch bis vor kurzem Jahr für Jahr eine Million bekommen hat, um in einem Verwaltungsrat zu sitzen, wo er als nuttenfickender Crack-Konsument ja überhaupt keinen konstruktiven Beitrag hat können leisten. Genau. In der Vorbereitung zum Vilnius-Gipfel, NATO-Gipfel, hat der Blinken da vorgeschlagen, dass man den Israel-Status auf die Ukraine geben würde, dass man also quasi über Sicherheitsgarantien geben würde, über viele Jahre Waffen, Munition und Geld, wo dann quasi auch, wenn die beiden verlieren, dann auch über die nächste Administration aus würde vorgeführt werden. Und das ist sicher nicht das, was die Amerikaner wollen. Sondern die Amerikaner haben gemeint, man gebe dann einmal 100 Milliarden und dann ist die Sache erledigt. Aber jetzt geht es immer weiter und weiter und weiter. Und so einen ewigen Krieg, wie alle Afghanistan, 20 Jahre ist schon generationenlang, kann man glaube ich als ewig bezeichnen, ist sicher nicht das, was die Amerikaner gerne sehen wollen. Wenn wir sehen, dass sie zwar die ukrainische Grenze sollen schützen, aber die eigene Grenze zu Mexiko nicht beschützen. Genau. Und es gibt immer mehr Beweise, man hat es schon immer gewusst, aber jetzt ist es einfach Mainstream-tauglich, dass dass ein Friedensdeal am Anfang durchaus möglich gewesen wäre. Kürzlich war Putin noch in Afrika und hat einen Entwurf gezeigt mit einer vorläufigen Übereinkunft, die von der ukrainischen Delegation unterschrieben worden ist im April 2022. Und dort war es darum gegangen, dass Russland sogar sich zurückgezogen hätte zu der Linie vor dem Krieg, vor der Kriegseskalation, wenn die Ukraine zugestehen würde, dass sie nicht der NATO beitreten würde. Aber trotzdem darf die Sicherheitsgarantie vom Westen überkommen. Und das Dokument hat man noch nicht öffentlich gemacht, aber niemand bestreitet ernsthaft, dass sie existieren. Der einzige Streit darüber ist, was nachher nicht passiert ist. Übrigens, ich beziehe mich da beziehen auf einen Artikel von David Sachs, ein Intimus und Freund von Elon Musk. Genau. Und jetzt also der einzige Schritt ist schon darin, was nachher passiert ist. Die Ukraine behauptet, gemäß einem Reuters-Bericht, dass der Deal gescheitert sei. Die Verfügbarkeit des Abkommens auf der Grundlage der ukrainischen Neutralität steht aber im Einklang mit früheren Kommentaren von Naftali Bennett, das ist ein Israeli, der also eine gewisse Glaubwürdigkeit hat als neutrale Position, der gesagt hat, dass das Abkommen erreichbar sei, aber der Westen das abgelehnt hat. Und jetzt ist die grosse Frage, wieso hätte der Westen das tun sollen? Und es war ganz einfach gewesen. Der Boris Johnson ist im Namen der NATO dort angereist und hat den Zelensky dazu abgebracht. Und dass er den Friedensvertrag unterschreibt mit zwei einfachen Botschaften. Und zwar die erste Botschaft war, der Putin ist ein Kriegsverbrecher und man muss ihn unter Druck setzen. Mit Kriegsverbrechern darf man nicht verhandeln. Also völliger Blödsinn, oder? Da kann man nie verhandeln, weil jedem Krieg passieren Verbrechen. Und genau. Und
Die zweite Botschaft war, dass die Ukraine, selbst wenn sie bereit wäre, eine Vereinbarung über Garantien mit dem Putin zu unterzeichnen, das nicht macht. Also dass quasi die Ukraine das machen kann, aber der Westen mache ich das nicht mit. Ja. Und so ist es eben passiert. Und jetzt kann man schauen, wie es weitergeht. Die Lüge werden weitergehen. Man wird weiter versuchen, Milliarden zu wäschen. Aber jetzt ist es ja so, in den USA hat man ja das Budget nicht können verabschieden. Da hat es einen Stillstand gedroht, wo extreme Schäden können geben können, bis zu der Verunmöglichung von Schuldzinszahlungen, was dann quasi für Amerika einen Konkurs hineintreiben. Und jetzt hat man also zumindest, glaube für weitere 45 Tage oder so, ein Abkommen gefunden, dass die Rechnungen können gezahlt werden können. Aber eben keine Hilfe an die Ukraine. Und das ist sehr interessant, wie man das gewichten kann, weiss ich nicht. Ich denke, die etwas alle von Europa werden die Lücke schliessen. Da wird einfach in Europa eine Weile lang Milliarden weiter dorthin stecken. Aber das wird halt dazu führen, dass dann bei uns in Europa der Druck wird wachsen, dass mit dem Mist aufhört. Vor allem jetzt, wo die Slowakei einen neuen gerade Wahlen abgehalten hat und die meisten Wahlstimmen rüberkommen hat, die gesagt hat, er hätte nichts mehr unterschrieben, was NATO-Hilfe in Bezug auf die Ukraine betrifft. Die brauchen da sehr oft Einstimmigkeit bei sehr vielen Entscheidungen. Und da könnte es sehr spannend werden. Er hat nur 22% bekommen. Jetzt ist die Frage, ob er Regierungspartner findet, um über die 50%-Hürde zu kommen. Oder ob er mit einer Minderheitenregierung kann regieren, wie auch immer. Es bleibt spannend. Der Druck wird gross und auch dort sieht man, der Westen, dem schwimmen die Pfeile davon. Oder respektive Zeit läuft ab, wo sie in die Ukraine Geld waschen können. Putin kann einfach noch ein bisschen zuschauen, weil die Oligarchen, also ich meine die westlichen Oligarchen, die Milliardäre, die werden jetzt noch ein bisschen reicher mit ihren Waffendeals, aber die Länder werden ärmer. Und am Schluss ist denn das, ist der Kriegsgegner von Russland, sind die Oligarchen, die sich bereichern an dem illegalen Stellvertreterkrieg, den die NATO gegen Russland provoziert hat. Wie Russland würde behaupten, wir müssen neutral bleiben, damit wir auch YouTube-konform sind. Und ich weiß nicht, was YouTube-Guidelines hat, aber ich bin so brav, dass ich über Katzenvideos aus eine keine politische Botschaften mehr transportiere, wenn ihr es selber gemerkt habt. So, gut, das war also auch noch gewesen und wir leben in einer verrückten Welt. Also, übrigens heisst es dann immer, die Russen sagen da, du kennst Nazis und dann sagt man, nein, der Zelensky ist selber ein Jude. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es nie richtig gesehen, so darf er behauptet. Aber die Sache ist, das Azov-Bataillon, das eingebettet ist im ukrainischen Militär, das sind anerkannterweise Nazis. Und wisst ihr, wer das Azov-Bataillon gegründet hat? Ein israelischer Jude. Und da bestreitet auch niemand. Interessant. Interessant, wisst ihr wieso? Weil sehr viele Menschen einfach ihre Nationalität und ihre Identität unterordnet an der Möglichkeit, Millionen und Milliarden zu verschieben zu ihren Gunsten. So einfach ist das. Menschen sind Menschen. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wer wird mir heute danke für alle Leute, die mich unterstützen. Und auf Locals, all die tapferen Leute, die die 15 Dollar oder den Kaffee pro Woche spendieren, die machen mir meine Sendung möglich. Ja, und was haben wir sonst noch? Genau. Und wenn ihr im Fall auf Locals geht, www.d.st, da findet ihr mittlerweile hunderte Videos, die ich dort gemacht habe. Unter anderem eins, wie man in 30 Tagen abnimmt. Erfolgreich mit Low Carb und so weiter. Und ein paar andere Sachen, die nicht direkt politisch sind. Und halt eben sehr viele Videos, wo ich sehr viel vertrauter durchrede, als jetzt da, wo ich ja bei dem auf diesen Politkrebs Portal eben auch mit unterwegs bin. So, jetzt ist die Luft draußen. Schönen Abend. Ciao miteinander.